So, da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge von Return to Monkey Island. Und wir hatten letztes Mal zwei interessante Orte, die Gasse und die Schlosserin und die alte Frau am Fenster natürlich nicht zu vernachlässigen. Aber ich würde erstmal zur Schlosserin gehen, weil immerhin haben wir ja den Türcode schon. Willkommen in meinem Laden. Hallo. Außerdem ist die auch neu. Ein neuer Charakter, in dem wir bisher noch nie gesehen haben. Am Ende der Planke. Es gehörte meiner Mutter. Bitte nicht anfassen. Ich sehe eine Halbinsel, die in kleine Inseln ausläuft, aber kein X markiert die Stelle. Es ist Südflorida. Ich habe dort Familie. Genau, in Südflorida gibt es keine Schätze. Was ist das für ein Schloss? Das ist für Hüte. Und bitte berühren Sie nicht das Glas. Was ist das für ein Schloss? Das ist für Junggesellen gedacht, um ihre Wohnungen zu sichern. Wenn man verheiratet ist, braucht man keine Sicherung mehr. Was ist das für ein Schloss? Ein besonderes, das sich mit 4 verschiedenen Schlüsseln öffnen lässt. Das ist gut für Schätze, die Piraten, die ihre Schätze aufteilen wollen, in 4 Karten mit 4 Schlüsseln. Okay, anyway. Sind die für Kunden? Finger weg. Das sind meine letzten Cracker. Pony will einen Keks. Hübscher Papagei. Und auch bösartig. Aber er war der Liebling meiner Mutter. Sie hat so einen Mutterkomplex, oder? Ich habe sie schon mehrfach ihre Mutter erwähnen hören. Oh, Quizkarte. Sehr gut. Was haben wir diesmal? Unterhalb der Klippe auf Monkey Island ist Lava. Ein Wurmloch in ein anderes Spiel? Ein Gummibaum oder Schmerz? Nur Schmerz. Die Klippe auf Monkey Island. Es gibt eine Klippe, unter der ein Fluss verläuft. Es gibt eine Klippe, das ist so ein Spalt im Boden, da war das Paddel drin. Ein Wurmloch in ein anderes Spiel? Nein. Lava, das ist eher im Fluss unter dem Affenkopf. Ein Gummibaum gibt es definitiv auf Monkey Island, aber der steht doch am Strand, dachte ich. Nein, das ist der Bananenbaum. Der Gummibaum... Also ich bin fast versucht, Schmerz nur Schmerz auszuwählen. Ich dachte, der Gummibaum steht anderswo. Hier gibt es genau, stimmt. Wenn man die Klippe runterspringt, dann schubst einen der Gummibaum wieder hoch. Und dann sagt das Spiel so, das Spiel beendet, Guybrush ist tot. Nein, ich komme wieder hoch und lande, weil da unten war ein Gummibaum. Was? Moment, kriege ich die jetzt nochmal irgendwie zurück? Aha, ich habe... Wieso ist da kein Gummibaum? Natürlich ist da ein Gummibaum. Entschuldigung? Wie kriege ich diese Quizkarte wieder? Das wurmt mich jetzt aber, dass ich die falsch gemacht habe. Das 100 Pro ist da ein Gummibaum. Das ist eine beeindruckende Maschine. Yep. Ohne einen Schlüsselschleifer wäre dies keine richtige Schlosserei. Okay, aber habe ich keine Möglichkeit, das jetzt hier wiederzufinden und das nochmal zu probieren. Das ist ja gemein. Also, außerdem protestiere ich, meine Antwort war vollkommen richtig. Da kann mir keiner erzählen, dass da kein Gummibaum steht. Na gut, okay. Ich bin Guybrush Threepwood. Freut mich sehr. Ich bin Smith. Wirklich? Schatz, oder? Ja, ein Schlechter. Ja, das haben Sie. Ja, das war es. Und Sie wollten wirklich, dass ich in das Familienunternehmen einsteige. Die hat eh keinen Mob. Es ist wirklich sauber hier drin. Haben Sie einen Mob, den ich benutzen könnte? Ich lasse einfach nicht zu, dass sich der Schmutz überhaupt ansammelt. Versuchen Sie es irgendwo, wo es nicht so hygienisch ist. Zum Beispiel in der Bar an den Docks. Mir wurde eh schon gesagt, ich soll den Küchenchef in der Scumbar fragen, wo er seinen Mob her hat. Wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Sie meinen Whitey Bones. Sie war hier vor Jahren mal die Bestatterin. Sie scheint eine Menge Dinge zu wissen, die vielleicht nicht ganz zusammenpassen. Wie gut kennen Sie Whitey Bones? Überhaupt nicht gut. Aber sie wohnt schon seit einigen Jahren in der Nähe meines Ladens. Sie wohnte auch gegenüber von meinem alten Laden. Ist sie umgezogen, als Sie umgezogen sind? Ich bin sicher, dass das nur ein Zufall ist. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Aufregend. In meiner Familie erzählt man sich, dass das Geheimnis wie ein Schlüssel ist. Einer, der alle Schlösser auf einmal öffnet. Ja, aber eigentlich hätte ich ja gerne einfach einen Schlüssel. Ja, genau. Wenn es ein Schlüssel ist, können Sie ihn nachmachen? Ich bin mir nicht sicher, ob man das wörtlich nehmen soll.
Können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Moderne Schlösser haben Seriennummern, die mir alles sagen, was ich wissen muss. Keine Tricks nötig, nur Informationen. Ja, das habe ich mir auch schon öfter mal gedacht, im echten Leben. Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer erstellen kann. Es ist eine Sicherheitsvorkehrung für den Fall, dass jemand seinen Schlüssel verliert. Sie wissen ja, wie die Leute sind. Ja, das stimmt. Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Aus diesem Grund sollten Sie die Seriennummer niemals an Dritte weitergeben. Was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? Die Nummern sind in der Regel auf den Schlössern eingraviert, nur für den Fall. Und wenn Sie das Schloss verlieren, brauchen Sie wahrscheinlich keinen neuen Schlüssel. Was hindert mich daran, die Seriennummer auf dem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen? Die Zahlen sind so klein gedruckt, dass man ein spezielles Werkzeug das braucht. Das ist Sicherheit. Nur ein Profi hat ein solches Werkzeug. Kann ich mir Ihr Werkzeug zum Auslesen der Seriennummer? Sag's der Vollständigkeit halber, wir haben ja schon die Nummer. Meine Lupe? Auf keinen Fall. Dafür könnte ich aus der Gewerkschaft fliegen. Wenn Sie Schlosser spielen wollen, müssen Sie sich woanders umsehen. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu berühren. Ich habe ein System. Und ich möchte nicht, dass es durcheinander gerät. Also, hier ist eine wunderschöne Seriennummer. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher, das Schloss ist eine gute Wahl. Die sind sehr robust. Es ist die gleiche Art, die Sie im Gefängnis verwenden. Wow, was für ein Zufall. Ich hatte ja keine Ahnung. Wundervoll. Wo sind die Hotspots hier? Gucken wir mal noch. Ein Wortspiel über das Gemälde machen. Ich sehe, dass jeder auf diesem Porträt ziemlich verschlossen wirkt. Wenn Sie schon ein Wortspiel machen müssen, dann machen Sie wenigstens ein gutes. Oh. Was ist das? Das ist definitiv kein Schlüssel. Und auch kein Schloss. Das ist natürlich ein Angelköder. Natürlich. Falls wir mal angeln müssen. Ist das von einer berühmten Schlosserband oder so? Die Band meiner Mutter. Die Goldenen Schlüssel. Sie wurden nach echten goldenen Schlüsseln benannt, nach denen sie lange gesucht hat. Hübscher Papagei. Und auch bösartig. Achso, ja, das aber haben wir, das wissen wir schon. Mutter. Clevere verschachtelte Kisten und eine verschwundene Quizkarte. Das macht mich so traurig. Die sind schön. Das ist eine Schlosserprüfung. Man schließt sie alle ab und wenn man den Schlüssel herausbekommt, hat man bestanden? Das ist das Anfängerlevel, ja. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die größere Kiste in der kleineren zu verschließen. Was? Das ist ja Zauberei. Genau, also ich möchte jetzt echt wissen, was bei der Quizkarte die richtige Antwort gewesen sein soll. Es ist dann doch nur Schmerz. Aber er springt doch von der Klippe und fällt auf den Gummibaum. Bevor wir Otis befreien, möchte ich noch in die Gasse hinten. Und nochmal die Dame fragen. Sobald man einen Schlüssel hat, muss man die Tür öffnen. Ja, sobald man... Oh, na gut, dann bleibt mir wohl keine Wahl. Dann muss ich ins Gefängnis. Hey, ich habe ja schließlich den Schlüssel. Hey, Junge! Also. Man sagt, das einzige echte Gefängnis ist das in deinem Kopf. Aber glaub mir, das ist ein Haufen Seepocken. Otis, die Behörden haben deinen Fall noch einmal überdacht und entschieden, dass du frei sein sollst. Ich bin den Behörden sehr dankbar und werde ihren Namen nicht nennen, falls unangenehme Fragen gestellt werden. Otis versteht uns sehr gut. Ich hoffe, du wirst freigesprochen. Das steht schon fest, mein Freund. Aber danke. Wunderbar. Was gibt's in der Zelle? Ich bleibe auf dieser Seite des Gitters. Nur für den Fall. Nichts drin? Wofür haben wir ihn befreit? Er hat nichts hinterlassen? Na gut. Dann bleibt uns wohl keine Wahl als... Hey, Wiley, sag doch mal was. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Und in 9 von 10 Fällen ist davon auszugehen, der Game Designer hatte keine besseren Ideen, wenn er seinen Hauptcharakter in eine dunkle Gasse schickt und dort relevante Items in der Mülltonne versteckt. Mal schauen, ob das sich hier auch bewahrheitet. Früher hing hier ein Poster eines Clowns. Ah! Ich hasse Clowns. Hotspot-Anzeige. Oh, eine Tür, Schild, Tür, Schild, Tür, Schild. Nur für Angestellte. Ja, ich bin ja angestellt bei mir selbst, also darf ich rein. Die scheint zu klemmen. Oh. Haben wir Öl? Wir haben es nicht. Dann war die dunkle Gasse nutzlos. Absolut nutzlos.
gucken, was beim Anwesen der Gouverneurin so passiert ist, seit wir das letzte Mal da waren. Es sollte dann ja wohl Carla sein, die jetzt hier wohnt. Hinteren Weg ins Innere der Insel. Oh, schön. Eine Abkürzung. Und das Haus der Gouverneurin. Weil hing das immer schon so hart über der Klippe? Immer noch nicht abgeschlossen nach all dieser Zeit. Guybrush Threepwood. Hallo, Schwertmeisterin. Es ist Zeit für ein Duell. Klinge zu schmecken, du angespülter Stümper. Was? Moment, funktioniert hier die Komma-Taste? Weh. Alles. Nur nicht dein Essen. Geschenkt. Aber es funktioniert. Es ist schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Du hast es weit gebracht, seit ich dir deinen ersten bequemen Regierungsjob besorgt habe. Ich hoffe, du willst nicht die Lorbeeren dafür ernten, dass ich Gouverneurin bin. Denn das wäre sowohl absurd als auch widerwärtig. Und ich müsste dich dafür aufspießen. Nein, nein, das ist das Letzte, woran ich denke. Ich habe von deiner Frau gehört. Sie kommt vorbei, um über die Skorbut-Gesetzgebung zu sprechen. Ich nehme an, dass du irgendwie damit zu tun hast? Ich bin nicht automatisch in alles involviert, was Elaine tut, nur weil wir verheiratet sind. Das sehe ich. Wenn es nicht um das Skorbut-Projekt geht, warum bist du dann hier? Das ist ja gar kein Beleidigungsduell hier, auch wenn es irgendwie diesen Unterton hat. Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Schön für dich. Ich habe es nicht. Das Haus hat sich nicht sehr verändert. Elaines Stil ist immer noch überall zu sehen. Sogar die Bücher sind von ihr. Es sind jetzt meine Bücher. Wie du ja weißt. Elaine sagt, dass Captain Madison ihrem Skorbut-Projekt schadet. Nicht der legislative Teil, sondern die öffentliche Finanzierung. Die Stadt steckte vor einiger Zeit in der Klemme und diese Captain Madison sah eine Chance. Sie hat uns das Geld geliehen, das wir brauchten, aber jetzt sitzen wir in der Klemme und müssen die Zinsen zahlen. Dinge wie Sozialprogramme, Abfallentsorgung und die Instandhaltung der Stadt werden auf die lange Bank geschoben. Ich mag diese Frau jede Minute weniger. Da sind wir schon. Und trotzdem kennt mein Sohn sie besser als mich. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Oder so. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Okay. Dann würde ich doch mal hier... Ich fand schon immer, dass es wie mein altes Schiff, die Sea Monkey, aussieht. Ein paar Dinge kaputt machen, ne? Oder auch nicht kaputt machen. Sieht aus, als wäre Carla nicht besonders scharf darauf gewesen, sich porträtieren zu lassen. Wo sind die Rhinoceros-Zehennägel? Warnung! Versuchen Sie diese Tricks nicht zu Hause. Es ist ein Kochbuch. Es hat 4 Sterne, aber es sieht so aus, als ob sie für die Schwierigkeit stehen. Dann können wir Bücher hier ausleihen. Es ist dicker, als ich es mir vorgestellt habe. Von der dummen Captain Madison. Schiff-zu-Schiff-Kapp-Strategie. Das große Buch der Schatzkarten. Oh. Beinhaltet nicht das Geheimnis von Monkey Island. Ach Mensch. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. John Laney, das habe ich doch irgendwie schon gehört. Das hatten wir das, John Laney, das, warte mal, das, irgendjemand hat das gesagt. Wo war das, Hinweis wo kam für das den vor? Leser. In diesem Buch werden keine Verkleidungsgeheimnisse enthüllt. John Laney, das habe ich, hat doch irgendjemand hat das doch gesagt. Im Klappentext heißt es, eine solide, wenn auch etwas vorhersehbare Geschichte über einen schurkischen Piraten und eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einer Frau von Rang. Am Ende der Planke. Also das hat eine andere Farbe, das ist auffällig, aber hier, John, kam das nicht irgendwo? Ich habe das Gefühl, diesen Namen gehört zu haben in der letzten, vorletzten Folge. Letzten Folge.
Aber ich kann mich gar nicht erinnern. Ich würde das einfach mal ausleihen, wenn sie uns überhaupt eins ausleihen lässt. Kann ich mir ein Buch leihen? Du hast ganz schön Nerven, das zu fragen. Du hast das letzte Buch, das du ausgeliehen hast, nicht zurückgebracht. Ich musste ein neues Exemplar kaufen. Du hast dich nicht einmal entschuldigt. Da gibt ein Frosch dafür. Tut mir leid. Ja, ich höre die Worte, aber irgendwie helfen sie nicht. Ich brauche mehr als das. Okay, ich gebe dir einen Frosch. Moment, ich muss nur kurz neu beschriften. Liebe Carla. Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Was? Moment. Hart zu Sanftmut, das ist ihr Wahlspruch. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ah, wo war sie? Oh nein. Santa Catalina? Nein. Port Elizabeth? Nein. Santo Domingo? Das... Ja, Portobello? Mushroom? Wie deine Taten in Santo Domingo beweisen, bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Bei dem Ort bin ich mir nicht ganz sicher, aber naja. Gut. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. Oben. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Na gut. Schauen wir mal, ob dieser Frosch Erfolg hat. Das ist für dich. Du gibst mir einen Frosch? Es ist ein Vergebungsfrosch, wenn Worte nicht ausreichen. Liebe Carla, ich bin beeindruckt, Guybrush. Erstaunlich aufmerksam, wenn man bedenkt, dass es von dir kommt. Ich bin seltsam bewegt, dir zu verzeihen, dass du mein Buch verloren hast. Und ich werde diesen Frosch als Erinnerung an die Zeit, in der du etwas richtig gemacht hast, in Ehren halten. Superb. Oh, ich frage mich, ob man da jetzt mehrere Möglichkeiten hatte oder ob ich wirklich tatsächlich die einzige richtige ausgewählt habe. Kann ich dieses Buch ausleihen? Oh, na gut. Ich war verärgert, als du das letzte verloren hast, aber es scheint dir wirklich leid zu tun. Also gebe ich dir wohl noch eine Chance. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde das auf jeden Fall zurückgeben. Und wenn mein Gehirn nicht löchrig wäre wie ein Sieb, würde ich mich jetzt auch daran erinnern, wo John Laney... Hinweis für den Leser. Aber vielleicht irre ich mich auch vollkommen. Keine Verkleidungsgeheimnisse enthüllt. Vielleicht habe ich das auch gar nicht gehört und es mir nur eingebildet. Aber irgendwie, ja, kommt es mir weiterhin bekannt vor. Ich mag dein Plüsch... ich glaube, es ist ein Hund. Bitte nimm ihn und wirf ihn weg. Er war ein Geschenk des Grafen von Thickwater, der ein verachtenswertes Schwein ist. Ja, immer gerne. Plüschtiere nehme ich super mit. Es ist eine Menge Arbeit, Gouverneurin zu sein. So, wo ist die nächste Quizkarte? Komm, hier ist doch bestimmt irgendwo... ich wusste es. Kann ich die beantworten? Wie viele Gefangene befanden sich im Eissteinbruch? Eissteinbruch? Davon habe ich noch nie gehört. Wie soll ich das denn beantworten? Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon anklicken soll. Eissteinbruch? War das im Dreier, im Vierer? What? Ich würde gerne rausfinden, wie dieses Quizbuch gedacht ist und was passiert, wenn man zu viele falsche Antworten gibt. Wenn es jemand weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Aber Eissteinbruch. Wo wurde denn Eisstein gebrochen? Das weiß ich gar nicht. Ich würde die mir mal aufheben. Vielleicht finde ich da noch eine kleine Erinnerung dran. Vielleicht auch in meinem Sammelalbum. Da könnte man noch mal einen Blick reinwerfen. Ich habe das gleiche Bild auf einer Schachtel mit gefrorenen Frühstücksflocken gesehen. Elaine hat mir erzählt, dass das Lorder Neckbeard ist, der zweite Gouverneur von Mealy Island. Seine übermäßig strenge Moral und seine übermäßig laxe Regierungspolitik haben die Insel zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein Piratennest. Bleib aus meinem Schlafzimmer raus, Threepwood. Okay. Ich suche doch nur den lustigen Clown. Na gut. Dann würde ich mal die Abkürzung nehmen. Wo sind wir? Da hinten. Da könnte man zurück zu den Docks und in der Scamba mal nach dem Mob fragen, bevor wir zur Werft gehen und von Stan die... Was wollten wir von Stan? Die Zahnbürste holen. Na, vielleicht mache ich die Zahnbürste zuerst.
wäre nicht dumm. In den Wald kann ich auch gehen, sehr gut. Der Rest war... Es ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. ...noch nicht so interaktiv, wie es aussah. Das Vermögen dieser Einrichtung wurde beschlagnahmt, um eine Sammelklage beizulegen. Schönen Tag noch. Stans ist nur noch Tans. Da steht Tans Gebrauchtschiff-Bazaar. Das ist so traurig. Stans Bazaar war früher der beste Ort, um gebrauchte Schiffe zu kaufen. Okay, und wie komme ich da jetzt rein? Ich würde doch gerne die Zahnbürste holen. Kann ich das... Ich habe ja nicht mal die Option, das zu öffnen. Ich erinnere mich noch daran, wie diese Fackeln bei Stans Gebrauchtschiff-Bazaar wie auf einem Rummelplatz leuchteten. Seltsame Masse. Es ist ein ausgetrockneter alter Meeresschwamm. Sowas nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Eimer? Stan hat damit seine Schiffe gereinigt. Jetzt ist er verrostet. Auch ein rostiger Eimer ist nützlicher Eimer. Stan hat damit seine Schiffe gereinigt. Wohl doch nicht. Jetzt ist er verrostet. Es gab eine Zeit, in der jeder Liegeplatz mit einem von Stans gebrauchten Schiffen belegt war. So, natürlich habe ich die Quizkarte hier nicht übersehen. Da werden wir doch gleich mal einen Blick drauf werfen. Ende von Monkey Island 1 wurde LeChuck besiegt mit Malzbier, Beleidigungsfechten, Voodoo-Puppen oder Sprengstoff. Voodoo-Puppen ist Teil 2. Beleidigungsfechten wird man niemals gegen LeChuck machen. Sprengstoff ist lustig und Malzbier ist richtig. Wunderbar. Auf dieser Seite der Insel sieht er immer größer aus. Okay, was gibt's hier noch? Glücklichere Zeiten ist ja wohl dasselbe bei allen der Leuchter. Dies war einmal ein so heller, fröhlicher Ort. Es gab eine Zeit, in der jeder Liegeplatz... Es ist traurig, die Werft in diesem Zustand zu sehen. Ich erinnere mich an das erste Mal, als Stan... Ja, das waren gute Zeiten. Ah, durch das Fenster schauen. Hier gibt's noch eine Möglichkeit. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt und es ist sehr dunkel da drin. Ist das eine alte Zahnbürste? Ja, und ich würde da gerne rankommen. Wie komme ich da ran? Ich brauche ein scharfes Messer. Ich will mein brandneues, glänzendes Messer nicht kaputt machen. Na gut, kann ich mein Haustier mit irgendwas kombinieren? Nur mal gerade so testen. Ein Schwamm. Das ist ja schon praktisch, wenn man das so schnell überprüfen kann hier. Aber auch nimmt einem ein bisschen das Rätseln weg, wenn man einfach mal so alles mit allem testet. Ich würde behaupten, wir haben doch keine Möglichkeit, Zugang zu bekommen. Den Schwamm drücken. Es ist gut, um Stress abzubauen. Das Plüschtier drücken. Es ist weich und extra flauschig. Wir bräuchten ein Brecheisen oder irgendwas ähnliches. Oder die Seriennummer von seiner Tür. Aber die hat wohl keine. Das sehe ich zumindest nicht. Na gut, dann hauen wir wieder ab hier. So, ich wollte sagen, hier gibt es den Wald, aber dann ansonsten hier drüben nichts. Also hier... ist die kleine Insel von dem Kerl mit dem sprechenden Tattoo. Und hier war doch mal die Schwertschule. Die gibt es wohl auch nicht mehr. Also gehen wir direkt an die Docks. In die Scambar. Haben die jetzt was zu sagen? Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Schön für dich. Nichts Neues. Oh, Cobb! Hi, Cobb! Kaum zu glauben, dass du nach all diesen Jahren immer noch hier bist. Ich wurde zu einem historischen Denkmal erklärt. Frag mich über Lou. Erzähl mir von Loom. Ich habe so satt, dass mich Piraten nach Loom fragen. Zieh Leine. Aber Loom ist so ein gutes Spiel. Warum nimmst du dann nicht den Frag mich nach Loom-Button ab? Mein grockgeschwängerter Körper ist mit ihm verschmolzen. Mittlerweile bin ich mehr Button als Mensch. Ach, komm schon. Erzähl mir von Loom, um der alten Zeiten willen. Hau ab. Na gut, sag es. Sag es. Nein. Sag es. Na schön. Du meinst das letzte Meisterwerk der Erzählkunst von Lucasfilms Brian Moriarty? Ein unglaubliches Adventure mit einer magischen Benutzerführung, verblüffenden 3D-Grafiken, klassischer Musik und Soundeffekten. Nicht zu vergessen die detaillierte Animation und die Spezialeffekte, sowie die einfache Bedienung und die deutsche Übersetzung. Schnell, bevor dir jemand zuvorkommt! Kauf dein Loom noch heute. Oh ja, jetzt habe ich Lust, noch mal Loom zu spielen. Und es gab ein Achievement dafür, Fanservice, ne?
Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? Ich habe gehört, dass das Geheimnis nur ein Marketing-Gag ist, den sich Stan ausgedacht hat. Dass nur die Leichtgläubigen und Naiven danach suchen würden. Ja, passt. Der Ort scheint anders zu sein als in meiner Erinnerung. Es ist diese neue, jüngere Generation von Piratenanführern. All ihre hochtrabende dunkle Magie. Sieh uns an, wir sind so viel besser als du, weil wir vor der Hochzeit keinen Grog trinken. Den Kindern von heute geht es nur ums Plündern und Brandschatzen. Sie haben kein Herz. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, ja. Ja, ja. Cobb ist aber auch wieder nur so ein Throwback zu alten Zeiten. Ist das hier keine Quizkarte? Nein, schade. Hier vorne irgendwas. Ein dummes Bild. Die drei Clowns am hinteren Tisch. Okay. Irgendwelche Quizkarten bei euch hier? Wir haben noch das Feuer. Was könnten wir jetzt Feuer werfen? Das Plüschtier. Oh! Na gut. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er das wirklich macht. Hey, da hängt einer zum Fenster raus. Können wir alles ins Feuer werfen? Moment. Na klar. Autobiografie von John Laney. Oh, die geht nicht. Hinweis für den Leser. In diesem Buch werden keine Verkleidungsgeheimnisse enthüllt. Das macht mich fertig, dass es immer so leuchtet, dass es will, dass man da draufklickt, um sich einen Hinweis zu holen. Einen hochmodernen Stift kann ich auch nicht verbrennen. Meine To-Do-Liste. Ja, ab ins Feuer damit. Ah, na gut. Guybrush Threepwood. So wahr ich lebe und atme. Wie geht's dir? Vor allem ein Mob. Wer hat's noch nicht gesehen? Prächtig. Wie geht's Elaine? Sie war immer meine Lieblingsgouverneurin. Sie hat auch deine Rechnung bezahlt, als du nicht mehr kamst. Immer noch im öffentlichen Dienst. Kämpft jetzt gegen Skorbut. Mein Laden ist sauber. Unsere Gesundheitszertifikate sind auf dem neuen deswegen tanzen auch die Maden auf deinem Krogfass. Sie hat eine Stiftung, die versucht, Limetten als Präventionsmittel zu fördern. Oh, grüß sie von mir. Diese neuen Piratenanführer scheinen echte Idioten zu sein. Warum lässt du sie überhaupt in die Bar? Nun, sie haben meine alten Stammkunden vergrault, also habe ich keine große Wahl, wenn ich im Geschäft bleiben will. Und wenn ich versuchen würde, sie zum Gehen zu bewegen, würden sie mich wahrscheinlich in Stücke schneiden und in die Suppe werfen. Ehrlich gesagt, habe ich Angst vor ihnen. Positiv ist, dass sie über ein höheres verfügbares Einkommen und eine bessere Hygiene verfügen als die alte Generation. Ich glaube, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Wo? War nur ein Scherz. Der Witz wird nie alt. Schade, ich dachte, ich kriege ihn jetzt damit aus dem Raum und dann kann ich den Mob klauen. Weißt du, wo ich einen Mob kaufen kann? Kaufen? Du willst keinen Mob kaufen. Ich glaube schon. Der Wischmob ist das formale Werkzeug eines Kochs. Nicht so plump und so ungenau wie ein Geschirrtuch. Ein elegantes Werkzeug für eine zivilisiertere Reinigung. Du kannst nicht hoffen, mit dem Mob eines anderen erfolgreich zu sein. Kann ich nicht? Du musst dein eigenes, perfektes Instrument bauen, das du ein Leben lang behalten und benutzen wirst. Nun hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Sobald du ihn gebaut hast, wird der Mob dein ständiger Begleiter, dein Werkzeug. Und ein bereites Mittel zum Schutz vor Verschmutzungen aller Art. Ihn bauen? Das Holz ist das Herz des Stiels. Das Herz ist der Stiel eines Kochs. Ihr seid eins. Bislang nicht hilfreich. Du musst einen bestimmten Baum finden. Einen Baum, der sich besonders gut für die Stiele der Mobs eignet. Schnitze deinen Stiel aus einem Ast des Baumes. Okay. Noch Fragen? Und was ist mit dem Mob-Part des Mobs? Was ist mit dem Kopf des Mobs? Oh, natürlich brauchst du einen. Aber so ziemlich alles ist geeignet. Es kommt vor allem auf den Stiel an. Oh, eine Stilfrage also.
Wie finde ich den Mobstielbaum? Ich kann dir nicht genau sagen, wo er ist, denn das ist deine eigene persönliche Reise. Bestimmt im Wald. Bist du sicher, dass ich nicht einfach einen Mob kaufen kann? Deinen zum Beispiel. Nein, du musst einen machen. Vertrau mir. Na gut, okay, da können wir uns drauf einlassen. Was ist los? Du hast dieser Geschichte den falschen Titel gegeben. Sie sollte Mobsuche heißen. Wann kommen die Teile mit den Piraten? Selbst in den coolsten Berufen wird mehr gewischt, als du denkst. Damals kam mir das auch verrückt vor. Aber vergiss nicht, dass ich damit ein Schiff entern, das Kommando übernehmen und nach Monkey Island segeln konnte. Aber zuerst musste ich einen Mob machen. Okay, geht mal. Aktive kleine Kerle, nicht wahr? Sieht aus wie ein Fahndungsfoto. So viel Zeug, hier ist doch bestimmt irgendwo eine Quizkarte versteckt. Das Essen ist spannender, wenn du das Risiko riechen kannst. Es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, wenn man sich etwas in den Kopf setzt und eine Packung Sterne zum Aufkleben hat. Faszinierend. Schädlinge oder Garnierungen? Ein guter Koch bezieht lokale Produkte, wenn er kann. Nun, das ist definitiv ein Mob. Ich erinnere mich an diesen Gestank, als wäre es gestern gewesen. Okay, heimlich davon machen mit dem Mob klingt zwar verlockend, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist. Versuchen werde ich es aber erstmal. Gehen wir natürlich zur legendären Möwenstatue. Auf der Tafel steht: Zum Gedenken an die luminösen Möwen von einst. Kann ich die nicht mitnehmen? Ich glaube, jemand hat versucht, damit ein Boot zu sichern. Schnur. Oh, auch gut. Wo ist die lose Planke? Ist auch nicht mehr da. Ist ja alles hier in den letzten 20 Jahren. Oh, Quizkarte. Ich wusste, es gibt hier eine. Ich wusste es. Die Blumen bei der Bank sind... Oh, für welche Bank? Es gibt viele Bänke. Geht es um die Farbe? Kann ich zurückgehen? Wir haben gelbe Blumen als Gift für die Hunde, meine ich. Es gab aber auch rote Blumen im Wald. Es gab keine rosa oder lila Blumen im Wald. Ich denke, es ist eine gelbe Blume. Nein! Waren es rote Blumen? Oder meinen Sie eine andere Bank oder eine andere Blume? Weil es gab Blumen im Wald, mit denen man die Hunde vergiftet. Ich dachte, jetzt um diese Blumen geht's. Gerade eine Bank daneben? Ich glaube schon. So eine zum Sitzen. Aber vielleicht geht es hier um eine Bank zum Geld abheben. Bleib weg von meinem Mob. Gut, das war zu erwarten. Dann schnibbeln wir uns wieder durch die Küche. Hat schon zwei Quizkarten vermasselt. Ja, es ist... Ich finde es ja gut. Ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Ich finde es gut, dass man nicht einfach durchprobieren kann, was richtig ist. Aber ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, nachher die Fragen doch nochmal zu versuchen, die man nicht geschafft hat. Sonst fühle ich mich hier so schlecht, dass ich hier einfach schnell und ohne nachzudenken antworte. Aber naja, ist auch spannend zu sehen, wie viel ich richtig mache, wenn ich einfach nur mich auf mein erstes Gefühl verlasse. Schon bald wird es mein Schiff sein. Okay, also wir suchen einen bestimmten Baum. Da würde ich mal sagen, in den Wald gehen. Die Quartiermeisterin erkennt mich, dafür müssen wir uns irgendwie verkleiden. Und das wäre ja schon fast alles. Mehr haben wir nicht zu tun im Moment. Kann ich die Eule mit der Schnur einfangen? Nein. Dann gehen wir jetzt mal in den Wald und gucken mal, wie es da aussieht. Aber vielleicht machen wir das erst in der nächsten Folge, denn es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben, nicht wahr? Zum Beispiel, was diese gelben Augen dort im Hintergrund sind oder dieses Monstrum, das hier mit seinen Hörnern aus dem Wald schaut.